Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und jetzt kümmern wir uns um den Helm, und zwar um Utgots Helm, das uns Lockbock aufgetragen hat, der da steht. Wir gehen mal da rein, aber ich will vorher nochmal hier meine Zauber ein bisschen sortieren, dass wir von die allen etwas haben. Und zwar nehmen wir einmal das Eiseding mit. Wen brauchen wir denn nicht? Dann haben wir mal die Descendo, die Kraft, die einen nach unten ballert. Vielleicht nochmal Confringo, der einen fetten Schaden macht. Und hier unten haben wir da noch einen coolen Zauber. Die bringen ja gar nicht so viele Zauber. Da können wir noch einen Schadenszauber mitnehmen. Hier, machen wir noch Expelliarmus, um die Sachen aus der Hand zu machen. Jetzt gucken wir hier, das ist das zweite Ding. Da können wir mal was anderes reinmachen. Und zwar einmal den Dissonant. Lumos vielleicht, ja. Das ist Reparo zum Zusammenbauen. Aber ich denke mal, der hier ist besser. Was ist das? Das brauchen wir alles nur für... Oh, Reparo noch rein. Haben wir die alle drin. So, und brauchen tun wir natürlich... Genau, nur den ersten erstmal. So, wir gehen jetzt da rein. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Schauen wir, was uns... Da kommt. Wir betreten die Sammlerhöhle. Wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, aber da wir schon Level 18 sind und ich glaube, dass ab 12 freigegeben ist, hier das, die ab 12, Stufe 12, wird glaube ich nicht so schwierig sein. Rebellion. Und, oh, guck mal hier. Ach, das Spiel ist einfach stimmig, ne? Ich finde, das ist komplett stimmig. Verschlossen. Lumos. Warte. Matten. Ach, seltsam. Einen hier rein. Und dann haben wir Matte mit hier hin. Packen die auch da rein. Super. Das Ganze mal mit hier, was hier leer so ist. Bei Merlins Bad. Jetzt können wir da rein. Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Machen wir. Das ist eine Ratte. Kohle. Kohle kann ich immer gebrauchen. Eine Truhe. Wow. Nicht identifizierter Kopf, Gegenstand Kopf für den Kopf. Auch nicht verkehrt. Mach mal, ich gehe mal wieder auf das andere Ding hier. Für, falls uns jemand angreift, dass wir gleich was machen können. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter suchen. Warte. Lumos. Also, wir können ein bisschen Geld sammeln. Das ist irgendwie ganz nettes. Okay, uns fehlt noch die dritte. Die ist irgendwo versperrt hier drinnen wahrscheinlich. Was für ein Zauber kann ich da benutzen? Warte. Den hier wahrscheinlich, ne? Nein. Vielleicht kann ich die Tür mit einem Zauber öffnen. Haben wir schon. Was haben wir hier? Lumos. Nein. Pink aufmachen. Lumos. Darf ich diesen anderen Zauber benutzen? Das wollte ich auch gar nicht. Egal. Machen wir es so. Okay. Ich glaube, hier ist noch jemand. Glaube ich auch. Oh. Okay. Sind es Fairies?
Komm, trink! Incendium! Oh. Incendium! Confringo! Glacium! Descendo! Ziemlich gut. Ziemlich gut. Es macht schon Spaß. Also, für Leute, die es jetzt nicht gespielt haben, es macht wahnsinnig Spaß, hier zu zaubern und diese Kämpfe zu machen, weil die so. Ja, die gehen so natürlich von der Hand, finde ich. Macht mal echt wahnsinnig Spaß. So, da kommt aber schon auch durch. Genau. Gut, die waren hier. Das heißt, wir müssen da oben, können wir auf jeden Fall auch irgendwie hin. Aber ganz kleine, hohe kann ich noch nicht. Hier vielleicht drüber. Ja, aber da oben sieht es so aus, ob man da irgendwie hin kann, oder? Da ist eine Truhe auch. Da oben sieht auch irgendwie... ob man das zerstören kann. Den müssen wir uns von oben zerstören. Müssen wir gleich mal gucken. Nee. Warte mal, dann müssen wir doch nochmal hier hin. Weil ich weiß nicht, ob wir da reinkommen, wenn wir wieder weitergelaufen sind. Hochklettern. Wettbewegsfähiger Schulumhang, auch nicht schlechte Aussage. Gut. Okay. Lumos. Okay, irgendwas in der Mitte sagt mir, dass ich das hier reinpacken soll. Ah, da ist einer dran. Kling. Lumos. Jetzt fehlt da noch einer in hier. Fliegt immer wieder hin. Warum macht er das? Muss man hier erstmal was drehen vielleicht? Hm. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Was wie? Lumos! Nein. Doch, das kann man bestimmt antreiben. Warte mal, was ist ein Wunsch? Hier so ein. Impulso! Aha. Guck es dir an. Lumos. Kann ich dich doch hier rausholen, ne? Da reinsetzen, dann müsste es passen. Perfekt! So. Was hängt denn da? Weiß ich nicht, ob ich auch das die Kohle. Das wird instabil. Das stimmt. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Ja, warte, wir gucken erstmal hier ein bisschen durch. Irgendwas sammeln können. Waldhexerhut, hier ist noch Kohle. Wo ich ganz nach unten springen.
Okay, hier sind Truhe. Ein nicht identifizierter Gegenstand. Und die Truhe garantiert auch. Oh nee, warte. Akio! Legatium Leviosa! Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich wollte das hier machen. Cool. Na gut, es geht also nur nach unten, sagt er. Dann können wir gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Da ist noch Geld. 2, okay. Immerhin. Dann geht's nach unten. Ja, schreien wir nicht so. So schlimm war es. Es gibt 2 Wege. Einmal da hinten längs oder einmal hier längs. Vielleicht egal, welchen Weg wir gehen, können erstmal beide gucken. Okay, dann bin ich wieder oben. Okay, okay. Gut zu wissen. Ja, runterhüpfen. Okay, diesmal da längs. Also gut zu wissen, wie man wieder rauskommt. Hört ja auch irgendwie dazu. Incendio. Okay. Nein! Alle okay. Okay, hier liegt auf jeden Fall ordentlich was rum. Ganz viele Köpfe. Auch des Todes. Ich weiß nicht, wofür wir es gebrauchen können, sehen wir denn. Aber wäre irgendwas nütze. Dann machen wir holen hier. Lumos. Bringen wir da oben hoch zu dem hier. Gut, wir gucken, da ist auch noch so ein Ding, wo wir was reintun können. Mal den da mal. Packen wir den hier rein. Ah, der hat ihn gerade weggeholt, ne? Oh! Mist. Warte, was wir hier noch machen, ne? Regadium Leviosa. Nein. Oh. Ja, kommt nur die Seite hoch. Okay. So machen. Kann ja keine Ahnung, dass man so machen muss. Das wirkt ja noch komplizierter. Lumos. So kompliziert ist das gar nicht. Muss also warte doch, warte mal. Der muss nicht runterfallen. Lumos. So.
Okay. Das ist die Frage, wie man den von da unten hier hochbekommt, ne? Lumos! So geht das nicht. Okay, kurz überlegen. Ja, dich brauchen wir, glaube ich, hier drin. Ach, da ist noch einer. Okay, warte mal. Dann war es ja richtig, was ich gemacht habe. Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Und dann das Ding. Wo war denn der andere hier? Da war noch einer. Ich hab gerade noch einen gesehen. Wo war der denn? Da. Lumos. Ah, jetzt habe ich verstanden. Wo ist der Schmetterling? Da war doch einer hier dran. Protego! Lumos! Wo ist denn der Schmetterling jetzt hin? Den wir gerade eben hier hatten. Den vierten. Genau, da hinten ist einer und der muss aber da ran. Also. Müssen wir hier raufsetzen. Und dann können wir von da oben gleich schießen. Behaupte ich mal. Da sind ja zwei drin. Und wir gehen einfach hier hin. Lumos. Und nehmen ihn hier mit ran. Perfekt. Ja, gar nicht so einfach. Ein bisschen nachdenken, aber. Schwierig sind die Rätsel jetzt wirklich nicht. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Naja, sind über einige gestorben hier, wie man sieht. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Den sollte ich Lodgok zeigen. Der Siegelring, okay. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Haben wir gefunden. Okay, ich dachte, ich könnte noch ein bisschen was erforschen, aber das konnte ich gar nicht mehr. Mal gucken, was Lodgok sagt. Hallo? Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kümmere mich darum. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Das wäre natürlich schlecht. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Ja. Kurz dahin flattern. Okay, lass mal gucken. Das sind sie. Die Erschwinderin. Ich will doch gegen den Wald voll kämpfen, das stört mich nicht. Oh! Das hab ich auch gesehen. Du hast doch. Ein Wort der Warnung. Ich werde nicht die gleichen Fehler machen. Inzentrum, meine Kameraden. Lazium! Aha, du bist. Contrego! Diese Karte ist so
Oh, noch gerade Getränk bekommen. Ins Handy. Contringo. Lazio. Nintendo. Zieh dich gleich. Oh. Expulso. Nein. Das sieht nicht gut aus für dich. Ins Handy. Ins Handy. Contringo. Lazio. Expulso. Expulso. Contringo! Incendio! Was? Incendio! Ist das mal wieder Gewehr? Expulso! Tod, mein Ohr! Expulso! Wow! Das war wirklich knapp gerade. Das war sogar eine Erschwinderin. Das war echt knapp gerade, weil ich habe echt gar kein Leben mehr gehabt. Nur so nebenbei. Kranke Scheiße. So. Aber sind doch die Sachen, die ich brauche hier. Hol den Helm von den Dieben zurück. Ja, wo ist der Helm, ist die Frage, ne? Da ist es, der. Na, ist voll Geld. Da sind wir wahrscheinlich da hinten drin. Trollpopel, den brauchen wir. Okay, dann warte mal kurz. Mal kurz bei der Ausrüstung, ob ich irgendwas habe, was wir vielleicht mal umtauschen können, was besser ist. Nee. Können wir nicht nutzen. Müssen unbedingt den Turm rein nochmal. Um einen höher. Ja, lohnt sich jetzt nicht so unbedingt jetzt gerade zu tauschen. Hier haben wir auf jeden Fall einiges. Lass uns den mal nutzen. Lass uns den mal nutzen. Ja. Und hier noch der Outfit. Können wir nicht. Schade. Gut. Wir sind da hinten rein. Ne? Wir haben jetzt nicht mehr so viel Asche. Ich dachte, die Fische können nicht sammeln. Kann ich gar nicht. Da in der Truhe ist da der Helm drin. Das war es. Oh. Das ist für Rookwood. Okay. Ha, ein Wesen ist in meine Falle getappt. Bitte schon. Das war ein schwerer Fehler. Ich werde erst. Incendio. Incendio. Das wirst du noch bereiten. So zögerst du. Lazio. Ins Handy. Contringo! Mal schneller zum Logbot zurück. War jetzt nicht so schwierig. Aber was muss, das muss, sagt der Hartmut. So. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch, Lord Gok.
Ich verstehe, warum sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, ihnen vertraut zu haben. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich ihnen vertraue. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Okay. Und neuer Talentpunkt. Gut. Ja, das war sehr schön erfolgreich heute. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Beim nächsten Mal machen wir wieder ein paar von den... Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Alter, wie viele schreiben mir? Ich habe gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Oh. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Gut. Nee, das soll es gewesen sein für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Dann machen wir ein paar von den Nebenquests und dann geht's weiter mit der Hauptquest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.